Ja, schön, dass du da bist, Cyril, und mit uns allen über diesen Film reden magst. Ich stelle mal die erste Frage. Beim Historienfilm ist ja immer, den zu machen, ich würde sagen, es hat auch immer was mit heute zu tun. Warum dachtest du, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, diesen Film zu machen? Ja, wie du sagst, ich glaube, jeder historische Film muss ja eine Auswahl treffen von Informationen über seine sogenannte Vergangenheit. Und ich glaube, in dieser Auswahl, man kann ja nicht alles zeigen, und in dieser Auswahl liegt schon, wie vielleicht eine Erzählung über die Leute, die den Film machen, oder in dem Sinne über die Gegenwart. Und das ist ja eigentlich sehr ähnlich wie in der Geschichtsschreibung. Weil da ist ja auch immer die Frage, wer hat überhaupt das Zepter zu sagen, das ist jetzt wichtig aus der Vergangenheit. Das führte dann auch dazu, dass eigentlich die Leute, die mächtig sind, eben die Vergangenheit auch interpretieren dürfen, um die Gegenwart zu definieren. Und ich glaube, dass halt das genau das so groß ist in unserer Gegenwart. Also die Frage, wieso werden Entscheidungen getroffen, eben auch wie man Geschichte interpretiert oder neu interpretiert. Ja, irgendwo da waren wir dann am Anfang, glaube ich. Ja. Und warum dann genau dieser Ort oder diese Gegend, dieser Zeitpunkt? Ja, also ich komme, also meine Großtanten, meine Großmutter, meine Urgroßmutter, wie ich dann herausgefunden habe, waren alle religiöse Arbeiterinnen. Das heißt, sie haben diese Unruhe reguliert, alle in derselben Uhrenfabrik. Und somit war das irgendwie schon lange mit mir. Oder mein Urgroßvater zum Beispiel war Pivoter und der hat diese Pivot-Achse sein Leben lang geschliffen, also die Achse der Unruhe, dieses kleine Stiftchen zum Beispiel. Und das war dann irgendwie mit mir. Und eben dann, als ich klein war, hat mir dann meine Großmutter versucht zu erklären, was ihre Arbeit war, und ich habe es nicht verstanden. Und das ist mir irgendwie geblieben. Ja. Und ich glaube, dass dann für mich so diese Urfabrik als Ort spannend wurde, eben, glaube ich, weil es uns nicht darum ging, jetzt einfach eine Vergangenheit abzubilden und zu sagen, genau so war das in den 1870er Jahren, sondern eher zu versuchen, eben in einer Urfabrik Situationen zu erschaffen, die wir vielleicht heute auch noch kennen, wie Menschen sich begegnen, wenn sie das ausführen müssen, sich gegenseitig zu bemessen und was ja heutzutage eben diese Lohnbriefumschläge hineinzustecken und zu verteilen, das hat ja auch etwas. Ich weiß nicht, ob man das so, ja, so infantilisierend benennen kann, aber es ist ja schon ähnlich an auch so Schuleinrichtungen und so weiter. Und genauso als Entdeckungsort vielleicht. Und dann natürlich die 1870er Jahre, weil diese sogenannten Nationalstaaten so jung waren in dieser Zeit und auch noch so vielleicht viel fragiler, als uns das heute erscheint, diese Erzählung eines Staates und so weiter. Und dass es noch andere Vorschläge gegeben hat, in diesem Tal. Ja, genau, viele, viele Dinge. Und wann und wie ist dann Kropotkin in die Geschichte gekommen, der ja eigentlich da ist, aber dann doch auch wieder vielfach nicht da ist? Also eine Hauptfigur, vielleicht eine Hauptfigur, die doch keine Hauptfigur ist. Ja, also ich glaube, über Kropotkin stolpert man ziemlich schnell, wenn man sich mit dieser Zeit auseinandersetzt in der Schweiz. Auch natürlich Bakunin und all diese berühmten Leute. Und ich bin dann aber nach Moskau gefahren und habe dort so mit so Kropotkin-Forschermenschen, Forschungsmenschen gesprochen. Und dann hat sich eigentlich diese Frage gestellt, eben, ob das aus einer anarchistischen Perspektive dieser Zeit überhaupt Sinn macht, sich auf so eine Person zu fokussieren und ob vielleicht eben auch in der Geschichtsschreibung es so ein zentralisierendes Element gibt, dass man sich auf gewisse Leute konzentriert, wie eben Proudhon oder Bakunin, Kropotkin, Emma Goldman und so.
Und dann kam mir wie zu der Idee, dass es eigentlich spannend war, eben versuchen, vielleicht so wie kollektivere Ansätze der Erzählung mit mehr Menschen. Natürlich war es mir auch wichtig, eben diese Erfahrung der Frauen auch in meiner Familie zu zeigen, die Arbeitserfahrung, weil wenn ich mit ihnen gesprochen habe, haben sie ja nicht meistens über diese Arbeit gesprochen oder dass sie eben in der Nacht noch davon träumen, irgendwelche Sachen, Schräubchen, die dann nicht aufeinander passen und so. Das zu zeigen. Und dann fand ich aber auch spannend, das habe ich auch in Moskau herausgefunden, dass eigentlich es gab so einen Dichter namens Tretjakov und der meinte so in den 1920er Jahren, dass man, oder es war eine ganze Gruppe, die meinte, man müsse eigentlich Maschinen in das Zentrum von Erzählungen stellen und nicht Menschen. Und ob das jetzt geht oder nicht, weiß man nicht, aber das war, fand ich sicher spannend, diese Frage, also was erzählt eigentlich etwas? Und was ist die Bedeutung von Objekten? Und dass der Wunsch war, eigentlich diese Unruhe ins Zentrum des Films zu stellen, als Behauptung und dann mal zu schauen, was geschieht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus Gesprächen mit meiner Familie entstanden, dass ich zum Beispiel, also Gift dann, das mich ja interessiert hat, wie dann die Beziehung zu den Fabrikautoritäten war, also zu der Fabrikdirektion und dass eigentlich alle meine noch lebenden Verwandten, also Großtanten und Großonkel und so, alle gesagt haben, das waren ganz nette Leute, die auf einen aufgepasst haben. Man hatte Arbeit, ich glaube, das ist so der Grundtenor, man hatte Arbeit und die hatten ja auch eine große Verantwortung und mussten so schwere Entscheidungen treffen und so. Und das fand ich schon erstaunlich, weil sie ja um ein unglaublich Vielfaches verdient hatten, als jetzt meine Familie bis in die 40er Jahre, die zum Beispiel dann noch keinen Urlaub hatten und wirklich mega lange Arbeitstage hatten. Und ich glaube eben, dass dieses, ja, man könnte vielleicht sagen, so eine fürsorgliche Unterdrückung vielleicht schon was Schweizerisches ist, vielleicht nicht nur, aber dass das halt so effizient ist eigentlich, diese freundliche Gewaltausübung und dass die Leute mitmachen, finde ich schon erstaunlich. Und das ist meiner Meinung nach aber auch fast gewalttätiger eigentlich als so körperliche Gewalt, weil sie so effizient ist. Das frage ich mich ehrlich gesagt nicht nur in der Schweiz, dass einfach die Menschen das immer mit sich machen lassen oder dass wir alle täglich einfach diese Knöpfchen drücken und Summen transferieren und so eben jetzt, was auch in diesem Film, was wir auch versucht haben, glaube ich, ist, dass diese Anfänge des industriellen Kapitalismus mit der Zeitmessung zum Beispiel ja auch auf so Imaginären beruht. Also Zeitmessung ist nichts, oder die Zeit in dem Sinn ist nichts absolut Wirkliches. Das ist ja ein Mechanismus und eine Ereignisreihe von Ticks und Tacks, die man mit anderen Ereignissen vergleichen kann und dann zu zählen beginnen kann. Aber das sind eigentlich Konstrukte, geistige. Und trotzdem erscheint man dann um 6:45 vor der Fabrik oder um 7:23 nach Fabrikzeit und lässt das machen mit dem eigenen Körper und setzt sich da hin und befolgt aufgrund von seinem imaginären Raum irgendwie mit seinem Körper diese Gesetze. Und das ist ja alles schon sehr schleierhaft. Und ich glaube auch, eben, was ich oft dann wieder jetzt mit diesem Film nachgedacht habe, oder auch während wir den gemacht haben, kamen schon auch diese Gespräche auf, also wie, dass zum Beispiel jetzt in der Schweiz viele Leute sich nicht bewusst sind der Geschichte von den anarchistischen Gewerkschaftsbewegungen oder dieser internationalen anarchistischen Bewegungen der Schweiz, aber eben zum Beispiel alle kennen so Arnold Winkelried zum Beispiel, das ist so ein mittelalterlicher Kämpfer, der die Hellebarden des Feindes in seinen Magen gerammt hat und gerufen hat für das Vaterland. Also das kennt man, diese Erzählung, das wurde einem erzählt in der Schule. Und ich glaube, also um auf Ihre Frage nochmals, dieses eben dieses Konsens, oder ich glaube, dass es schon verrückt ist, weil man ja sich so auch aufgehoben fühlt, eben wie meine Familie jetzt in diesen autoritären Strukturen.
Aber trotzdem, wenn man sich das vor Augen hält, eigentlich eben in den 1870er Jahren, dass eigentlich diese kapitalistisch-nationalistisch geprägten Organisationsvorschläge sich als viel unsicherer und gefährlicher und chaotischer eigentlich herausgestellt haben für die Menschen als jetzt die gegenseitigen Hilfsmodelle und kooperativen Modelle der Anarchisten oder der anarchistischen Organisationen. Ja, also viele offene Fragen. Ich glaube, also was der Film so ein bisschen am Rande erzählt, was aber eigentlich sehr wichtig ist, ist, dass dass als unverheiratete Arbeiterin man kein Anrecht hatte auf Krankenkasse, weder von der Fabrik noch vom Staat. Und dass die erste Krankenabsicherung für diese Personen, die einen großen Teil der Belegschaften gestellt hatten, von diesen anarchistischen Kooperativen gestellt wurde. Und ich glaube, daraus ergibt sich ja dann schon die Frage eben, was war, also die Hälfte der Bevölkerung wurde bis 1971 in der Schweiz vom Wahlrecht ausgeschlossen, hat aber trotzdem mitgearbeitet natürlich, oder? Ich finde diese Frage der Zugehörigkeit, das kann man sich, glaube ich, schon nochmals stellen. Womit hatten sich diese Menschen dann identifiziert, wenn eben nicht eben diese Vorschläge der anarchistischen Kooperativen oder einem internationalistischen Ansatz oder einer Idee, die ja damals auch populär war, dass man sagte, die Arbeiterklasse ist eigentlich ein Territorium, die menschlichen Körper sind ein Territorium und eben nicht die Staaten und die Nationen. Und ich glaube, mit dieser Wahlszene wollten wir sicher das einfach nochmals verdeutlichen auf eine gewisse Weise, dass ja nicht nur Frauen ausgeschlossen waren, sondern alle, die man sogenannte psychisch mental krank bezeichnet hat, was ja auch ein Mittel war, um gewisse Leute einfach auszuschließen. Und das ist vielleicht dann schon auch ein bisschen schweizerisch, weil das ja schon in Deutschland gab es ja einige Wechsel im 20. Jahrhundert. Aber in der Schweiz ist ja derselbe Staat, das System seit dieser Zeit. Und ich glaube, dass man das vor allem in der Schweiz nicht vergessen darf, eben wer das eigentlich gebaut hat, also wer das eigentlich konstruiert hat damals. Und dass es eben nicht alle waren, es waren keine in diesem Sinne demokratischen Prozesse, sondern eine kleine Anzahl von Männern, die sich einfach die richtigen Vorteile geschaffen haben. Ja. Und dann gibt es natürlich, Entschuldigung, die das ist auch in der Recherche, dass zum Beispiel eben wirklich dann diese für die Kommunen gestimmt haben, anstatt für diesen, also einen Menschen aufgeschrieben bei der Großratswahl und so. Das fanden wir schon auch spannend, diese Versuche da so reinzuhacken, der anarchistischen Gruppe. Es gab dann so große Streike auch so in den 1950er Jahren, aber das war eigentlich auch wichtig, sich zu fragen, also worauf konzentriert man sich in diesem Gefüge? Und ich glaube, es ging uns mehr darum, jetzt eben zum Beispiel die Organisation einer Streikkasse zu zeigen mit diesen Tombolas, also eben auch vielleicht ein bisschen diese Außenmomente, die ja auch wichtig waren. Und ich glaube, dass diese sogenannten emotionalen Streikaufstände, wo dann die Leute wütend werden, das ist ja auch wichtig, aber das wurde auch vom Kino so vermarktet in der Filmgeschichte und eben Geld daraus gemacht einerseits, andererseits könnte man vielleicht auch sagen, dass diese Streikbewegungen dadurch manchmal auch diskreditiert worden sind von der Gegenseite. Und was mich schon beeindruckt hat, ist diese gründliche Organisationsaufbau von diesen Gewerkschaftsbewegungen in diesem Tal, die sich wirklich hingesetzt haben und etwas, eine neue Ordnung versucht haben zu schaffen, anstatt natürlich auch darüber zu diskutieren, wie man die bestehende Ordnung zerstören könnte, aber eben Neuordnungen erschaffen und
der sich dann vielleicht die bestehende Ordnung angleichen könnte oder sich selbst auflösen könnte. Ja, das ist tatsächlich mega wichtig, finde ich, das nicht zu vergessen, dass eben zwischen 1870er Jahren bis zum Sowjetkommunismus der Anarchismus die größte organisierte Strömung war im Sozialismus. Und ich glaube, dass was ich spannend finde tatsächlich oder auch ein Grund, wieso ich so angezogen bin von diesem Begriff, ist schon, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie Begriffe oder Sprache, nur schon der Begriff Politik zum Beispiel, immer so eindeutiger wird. Und ich finde, es gibt immer weniger Spielraum eigentlich in der Sprache, weil alles muss so genau sein und das muss das bedeuten und das muss das bedeuten. Und der Begriff des Anarchismus, finde ich, hat sich wie es geschafft, sich ein bisschen zu entfliehen davon, von dieser Übereindeutigkeit, weil ganz viele Dinge gemeint sind damit möglicherweise und es keinen richtigen oder falschen Anarchismus und so weiter gibt. Und das finde ich eigentlich sehr schön daran und ich glaube, also jetzt nicht von mir ausgesprochen, aber jetzt objektiv ist natürlich, hat es vielleicht auch etwas, was noch offen ist, nochmals darüber nachzudenken als Zeitmoment, weil es nicht so besetzt ist, wie vielleicht andere, wie die Sozialdemokratie zum Beispiel. Was wir vorher vielleicht schon angesprochen haben, diese Vorstellung, dass die Arbeiterklasse ein Territorium auch stellt, also die Menschen als Körper zusammen. Das fand ich sehr spannend, darüber nachzulesen in dieser Zeit. Und es hat ein bisschen für mich korrespondiert auch mit dem Film, den wir davor gemacht haben, der in der Gegenwart spielt. Weil ich glaube, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, dass eben Menschen, wenn sie zusammen sind in einem Raum, bilden sie ja schon ein Zusammensein, das ist ja immer wichtig. Also auch wenn man das Gefühl hat, dass eben diese großen Erzählungen eines Staates oder eines ökonomischen Systems ja dann so weit weg sind und wir das zusammen verhandeln. Aber ich glaube, einzutauchen eben in dieses, was geschieht, wenn Menschen einfach zusammen was machen. Ich glaube, das war für mich ganz einfach als Grundfrage. Und dort ist es ja meistens ruhig und knallt es eben nicht. Und ich glaube, da schält sich dann eben auch eben diese Weite dieser Gewaltausübung, kommt da so rein, für mich. Und das hat tragische Züge, aber für mich eben auch lustige Züge irgendwie. Und da kann man das dann einfach entdecken. Aber ich finde genau, dass eben dort diese Frage von, wer ist eigentlich Arbeitnehmer, das kommt ja dann da auch zum Tragen, weil dann, wir sind ja alle im selben Boot. Also wir sind ja eigentlich alle von unten nach oben uns am Organisieren. Außer, keine Ahnung, wir sind eine Maschine, aber das sind wir ja nicht. Genau. Ja, wir haben viel, also wir haben das schon dort drehen wollen, wo das auch stattgefunden hat, den Film. Das heißt, wir sind herumgereist, also Silvan, der die Kamera gemacht hat, und ich wirklich monatelang immer wieder dahin gegangen und Orte gesucht, wo wir drehen könnten. Haben so auch viele Leute kennengelernt. Wir kannten auch schon Leute, es gibt da schon viele Leute aus Zürich, die sich da irgendwie, die sich da etwas aufgebaut haben. Oder natürlich Familie auch. Und ich glaube, das war so das Förderliche, dass wir immer mehr Leute kennengelernt haben, die eine Idee davon hatten, von diesem Thema, und die dann auch im Film mitgespielt haben, zum Beispiel der kleinere der zwei Polizisten mit dem Schnauz. Wir haben die Sägerei seines Großonkels besucht und dann haben wir geredet und er ist Lastwagenfahrer und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitmachen möchte und so. Und genau, also es sind viele Leute auch von dieser Gegend dabei. Die Unia Gewerkschaft, eigentlich der diese Uhrenindustrie organisiert, das ist der eine von den Arbeitern, der immer abgewiesen wird, der Ältere. Der ist Gewerkschaftler und Uhrmacher, der hat dann auch mitgemacht. Oder seine Tochter, die ist auch Gewerkschaftlerin, ist auch im Film. Ja, es gab so eine Einbindung der Leute. Ich wollte mal noch anschließen, man muss auch dazu sagen, dass der Film in der Schweiz wirklich auch eine riesen Resonanz hatte. Also die ersten 3 Wochen war der
in den Top 10 aller Filme, also zwischen den ganzen Blockbustern quasi, und wurde auch in Zeitungsartikeln diskutiert. Und also es gab. Ja, das, genau, das kann man auch noch sagen. Wir haben dann Vorführungen organisiert in dieser Gegend. Und die haben wirklich so die Kinos gefüllt, irgendwo voll auf dem Land. Mit so 160 Plätzen war das voll und die Kinobetreiber waren das unglaublich, weil das schon Jahre nicht mehr geschehen ist und so. Das war schon schön. Auch viele Leute der Industrie, die jetzt noch arbeiten oder die Familie hatten. Ja, auch gemischt, junge Leute, alte Leute, das war schon sehr, sehr gut. Gibt es noch Fragen? Sonst würde ich nochmal auf Anfang und Ende vom Film und auf vielleicht noch ein zweites Objekt, das in dem Film sehr wichtig ist, kommen, nämlich den Fotoapparat. Das ist ja neben der Unruhe eigentlich das zweite sehr bestimmende und auch sehr klammernde mit der Fotoszene am Anfang und dann am Schluss werden die Fotos ausgetauscht. Wann und wie ist dieses Objekt in den Film gekommen? Weil's, also für mich ist es nochmal eine sehr tolle Ebene, die nochmal sehr viel reflektiert auch. Ja, ich glaube, eben diese Fragestellung, die wir hatten, sollen wir das überhaupt machen, einen historischen Film? Weil es ja eben schon so etwas nicht anmaßendes, aber es ist so, wir zeigen euch jetzt, wie das war. Und das ist ja seltsam immer irgendwie. Und deshalb, glaube ich, war dann diese Idee von der Fotografie, die ja damals tatsächlich sehr populär geworden ist. Also man konnte sich nach Ende 1860er Jahre für einen durchschnittlichen halben Tageslohn einer arbeitenden Person in Europa ein Selbstporträt leisten. Wohingegen das ja vorher mit Malerei ja nicht unmöglich war für fast alle Leute. Und oder eben auch die ersten Fotografien von Fabriken zum Beispiel, wo dann eben nur irgendwie die ein paar Männer da gestanden sind oder so. Und ich eigentlich das wie angeboten hat, eben genau darüber auch im Film selbst nachzudenken, wer hat eigentlich das Zepter oder die Macht zu sagen, die Leute dürfen jetzt in diesem Rahmen erscheinen und diese dürfen nicht erscheinen. Und dass es eben schlussendlich ja konstruiert ist, das Bild und immer etwas erzählen möchte und etwas definieren möchte. Und dass sich das wie, ich glaube, diese Fragestellung, die wir selber hatten, so irgendwie in den Film reinnehmen konnten. Fand ich es sehr gut gelungen. Also es ist genau diese Reflexion darüber, was man abbildet und was dann ist. Was sehr gut wieder mit der, auch wenn die Geschichte mit den abgeschnittenen Füßen sehr schön ist, aber damit korrespondiert, die Menschen häufig eben an Rand des Bildes zu stellen und damit auch so eine diese zentrale Perspektive, die sonst so vorherrscht, immer wieder zu unterlaufen. Vielen, vielen Dank. Ja, danke Ihnen allen. Und vielen Dank. Danke euch. Genau.